Kommst du noch ein Video von Formel 1 2018? Ich frage mich nur, wie Leute schaffen, dann die ganze Saison zu fahren. Ich fahre kurz und dit und da gehen so viele Teile kaputt. Ja, das frage ich mich auch hier. Das frage ich mich auch. Halt. Egal. Wenn du Informationen zur Reifen-, Bremsen- oder Motortemperatur aufrufen möchtest, drücke die MFA-Taste für die Multifunktionsanzeige und dann erneut, um zur Temperaturinformation zu navigieren. Ja. Halt doch dein Pappen. Schwatz nicht so viel. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Ja. Du hängst dich zu sehr rein. Das erhöht deinen Getriebeverschleiß.
Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleib. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Previously hoping for them. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Bleib. Thank you.
Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2 Runden. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Es ist gleich in 2 Runden, jetzt soll ich in diese. Irgendwann vor dem Qualifying sollten wir unser Streckenakklimatisierungsprogramm abschließen. Das wird uns dabei helfen, komplizierte Stellen auf der Strecke ausfindig zu machen.
In diesen Kurven scheinen wir noch etwas zu langsam zu sein. Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Sorry. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Ja, mach ich. Also. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Der Witzbold, Ricardo und Sebastian Vettel. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück.
Okay, das war's mit dem Video.